Hallo und herzlich willkommen, liebe Eve-Freunde, zur Folge Nummer 64 von Let's Play Eve Online. Bevor ich jetzt mir großartig wieder ein abschwatze, würde ich sagen, steigen wir direkt mal wieder ein. Wir haben zuletzt ein paar Epic Arcs gemacht und damit machen wir jetzt auch am besten gleich weiter. Engineering a rescue. We've gone a long way, but we've found the key survivor. Her name is Tahaki Karin. She was the engineer on the main ship from the ruined fleet, and she signed on to the crew of the Heartbreak. She may be the only one who knows what really happened. You know the drill by now. Get out there and get her before someone else does. I'm very certain there'll be someone there to shoot at you. Natürlich. So, also. Dann hauen wir mal rein. Ich habe die Mission angenommen. Und demzufolge können wir jetzt auch abdocken. Wir sollen einmal Engineer Tahaki Karin holen. Oh Gott. Heute ist das so ein... Aha, ja, merke ich gerade. Ihr wisst, was ich meine. So, dann warpen wir mal dahin. Mal sehen, wie das Begrüßungskommando so aussieht. Musik ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Ich weiß gerade nicht genau. So in etwa. Ich schätze jetzt einfach mal ein wenig. Get me out of there. This thing might explode any second now. Na gut, macht ja nichts. Das kriegen wir schon. Immer mit der Ruhe. Guten Tag. Wer seid ihr denn? So. Brauchen wir noch ein bisschen. Ciao. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mal gucken, wie viel der aushält. Ja, 5 Stück. Ist doch gut. Geht ratzfatz. Einmal, zweimal. Quatsch. Noch zwei Kollegen. Dann orbiten wir doch mal das gute Stück. Ah, ich habe gerade irgendwie, ich will nicht sagen, ein Frosch im Hals, aber es kratzt teuflisch. Kennt ihr das? Wenn es im Hals so kratzt und kratzt, und jetzt werden jetzt bestimmt einige sagen, ja, dann trink doch was, Mensch. Ja, ich hab doch was getrunken, Leute. Aber es kratzt als weiter. So. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Und tschüss. So, dann gehen wir doch mal vorbeischauen. Hier ist nichts gedroppt worden. Nein, schade. Das wäre super gewesen. 14 Kilometer, da können wir auch ein bisschen Gas geben. Und in der Zwischenzeit unsere Waffen nachladen.
So. Zack, zack. So. Ja, da haben wir nämlich gleich jetzt die 1,5 Kilometer Entfernung und dann retten wir sie. Yay, da ist sie auch schon. Einmal rüber. Und zurück docken. So, skillmäßig übrigens können wir ja so einiges Tech 2 benutzen. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen an den Navigation Skills noch rumbasteln müssen, weil die sind nicht so dolle. Wir können zwar das meiste, bis auf den Afterburner, den können wir nicht Tech 2 benutzen, aber zum Beispiel Micro Warp Drive können wir Tech 2 benutzen, was wir auf dem Schiff hier übrigens nicht finden können, bei diesem Fitting, das ich gerade habe, leider. Aber ja, ein bisschen hier Acceleration Control zum Beispiel darauf machen, dass wir mehr Boost bekommen von den Dingern und Evasive Maneuvering und Fuel Conservation und alles überhaupt. Mindestens eher mal, also der hier muss er eigentlich auf, ja, 4 Minimum. Die zwei vielleicht auch auf 4, der hier, noch. Also eigentlich muss ja auf 5 wegen PvP. Aber gut, schauen wir mal. Stück für Stück. Skillmäßig, skilltechnisch sind wir übrigens jetzt so weit, dass wir auch eine Karakal fliegen könnten. Wo haben wir denn hier Spaceship Command? Genau, ich habe nämlich zwischendurch Kaldari Cruiser und Battle Cruiser geskillt. Ich will jetzt aber für die Epic Arcs erstmal keinen Cruiser benutzen und den entsprechend auch natürlich noch nicht kaufen, sondern erst einmal bei unserem U-Boot hier bleiben. Der guten Korax. Hauen wir jetzt mal die Agentin an. Complete Mission. Karin is being transported to a more sexual Sisters of Eve location. Aha, okay. Dankeschön. Was kommt als nächstes? Remember the strange data core you found? We've determined that it must have been made by roach drones of some kind. I'm sending you to Galantis Base, where I've contracted someone who can help you continue this investigation. Her name is Delphine Xarazir, an agent for Creodron and the daughter of their researcher. We've tapped out our other leads for now, which leaves us in need of more information on drones. And she can certainly give you that. Okay. Sehr gut, dann packen wir unsere Sachen und fliegen mal dorthin. Mission akzeptieren. Set destination. Wir open den Cargo. Wir open den Cargo, genau. So. Wir packen unsere 7 Sachen. Und auf geht's. Acht Sprünge. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. So 10 Minuten würde ich jetzt mal tippen, aber das Gefühl ist ja auch immer bisschen bescheuert. So. Klack. Ich versuche übrigens jetzt gerade, während ich hier sitze und aufnehme, so viele Folgen wie möglich aufzunehmen. Denn am 22.01., das heißt jetzt am Dienstag, das ist in... Moment. Heute ist Donnerstag, wie ihr seht. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, am Dienstag versuche ich so viele Folgen wie möglich aufzunehmen, dass ich mich jetzt am Samstag und am Sonntag vor allen Dingen mit noch etwas eingehender mit Dust und mit der Aufnahmetechnik, möchte ich mal sagen, beschäftigen kann. Gezockt habe ich schon einige Stunden. Das gute Dust. Nicht so viel wie andere
Hardcore-Jungs da drauf. Aber ich möchte auch noch ein bisschen, ja, Zeit damit verbringen. Schauen wir mal, wie viele Missionen ich heute euch hier aufnehmen kann. Ihr seht ja auch an der Uhr, ist es noch relativ früh in Anführungszeichen. Ja. Jetzt kommen wir in den Galente-Bereich, meine lieben Freunde, und dann seht ihr auch das erste Mal, wie es im Galente-Space im Hintergrund aussieht. Jetzt sind wir ja so irgendwo mitten im Nirgendwo quasi, wie ihr seht, weil man so irgendwie von allem ein bisschen was sehen kann, außer die Kaldari, die sehen wir jetzt wohl gerade nicht. Nein. Aber in die Richtung hier werden wir fliegen. Genau in die Richtung. Von daher, ich mache hier mal unsere schöne Sternenkarte. Ja, so ein Minimap in dem Sinne auf. Aber den Kram hier mal ein bisschen kleiner. Ab geht's. Amar Sternentor. Übrigens, falls ihr euch wundert, in der letzten, eine der letzten Folgen hatte ich das, glaube ich, schon mal erwähnt oder einen Satz damit zumindest gesagt. Dieses Leuchten nennt sich übrigens Gatefire. Nur so am Rande. Das Gatefire. Ja. Also wenn irgendein Fleet Commander zu euch in einer Fleet mal sagen sollte, wait for the Gatefire oder wait for the fire, dann wisst ihr Bescheid. So, was sagt unser Geldbeutel? 20 Millionen ist jetzt nicht so der Burner. Von den Missionen hier werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht reich. Aber gut, schauen wir mal. Mit ein bisschen mehr Startkapital könnte man zwischendurch auch vielleicht handeln. Das hatte ich mir auch überlegt. Aber schauen wir mal. Sprung. Sieht interessant aus hier mit dem Geld und dem Planeten. Ja. Gibt's eigentlich sonst irgendwas Neues? Eigentlich nicht großartig. Wie gesagt, eine Karakal will ich jetzt noch skillen, das hatte ich ja erwähnt. Beziehungsweise eine Drake. Für Missionen, für Level 2 und 3 Missionen. Für Level 4 Missionen und für PvP und ähnliches möchte ich dann über kurz oder lang Stück für Stück, sagen wir mal, die Minmatar-Schiffsleiter hochskillen, denn ich möchte am Ende der Fahnenstange ja eine Machariel fliegen. Ihr seht übrigens, der Hintergrund hier wird immer größer und größer. Ja, wir befinden uns auch schon im Galente Space. Wie man an den Toren erkennen kann. Und hier oben links an dieser Übersicht hier, da kann man ja immer sehen, wo man sich befindet und wer Sovereignty hat und ähnliches. So. Aber so ganz tief im Galente Space sind wir noch nicht. Ne? Kommt alles noch. Yay! Flug durch den Planeten! So, noch 4 ganze Jumps. Jump, jump, jump! Übrigens, die auch so eine kleine Mini-Info am Rande. Diese Tore hier, die stehen immer in die Richtung, in die ihr auch dann geschossen werdet. In dem Sinne. Ne? Das heißt, die Tore, die Sternentore zeigen tatsächlich in die Richtung, in die wir dann zum Schluss auch, wie will man sagen, reisen, in Anführungszeichen. Ja, irgendwie, ich finde diesen grünen, nebligen Hintergrund der Galente einfach saucool.
So, da kommt der nächste Sprung. So. Eieiei. Ist ja eine recht lange Reise, möchte ich sagen. Also, lang ist relativ, es waren jetzt 6-7 Sprünge, aber... Naja... Einmal quer durch Eve sind irgendwie 70 Sprünge oder so, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Oder 80, ich bin mir ja... gerade nicht sicher, aber auch nur der längste Weg, also wenn ihr, was weiß ich, von hier nach hier springt, mit allen Sprüngen und so weiter, sind das, glaube ich, so 70 Jumps ungefähr, oder 80. Kommt drauf an natürlich von wo nach wo und so weiter und im Normalfall werdet ihr im echten Spiel, nicht auf den Testservern, sondern im echten Spiel, diese Reise sowieso nie machen können, denn ja, es ist ja viel 0-0-Gebiet dazwischen und ja, da durchzuspringen, hei. Da wird man garantiert abgeschossen. Nicht, weil jetzt alle so vernattert drauf wären, jetzt einen da abzuknallen. Nein. Ganz einfach, weil man dann nicht zu den gewissen Allianzen gehört, die die Teile dieses Weltraums hier beherrschen. Und wenn man nicht dazugehört, wird man halt zumeist abgeschossen. Direkt, logischerweise. So, wir bewegen uns langsam vorwärts Richtung Ziel. Wir sind ja quasi gleich da. Und dann wollen wir mal sagen, was die, oder wollen wir mal schauen, was die Agentin für uns so hat. Schöner Rechtsklick, Jump. Klick. So. Docken. Ja, heute, ihr merkt schon, heute habe ich besonders viel zu erzählen irgendwie, weil es im Moment auch nicht wirklich viel Neues gibt seit dem letzten Mal, wo wir gezockt haben. Denn es ist einfach seit der letzten Aufnahme, ich glaube, ein Tag vergangen, wenn ich mich nicht täusche. Oder zwei. Ja, von daher hat sich auch nicht viel getan. Das sind übrigens geile... Ah, dieser Typ von Galente Station finde ich vom Aussehen her irgendwie super geil. Sieht einfach cool aus. Und jetzt... Ach, jetzt seht ihr auch das erste Mal das Innenleben einer Galente Station. Haha. Ihr habt ja bisher nur die Kaldari und in meinen Specials die Amar gesehen. Und jetzt kommen die Galente. So, so sieht das, wie soll ich sagen, die Dockinghalle aus. Ja, da sieht man es. Ich kann ja auch gleich nochmal in den Dingsmodus umgehen. In den, wie nennt sich das denn, in den Shiphangar. Ja, merkt man schon, ist doch schon ein bisschen anders. So, latschen wir mal rüber in unser Quartier. Mal gucken, was hier so... Ja, das fühlt sich schon ein bisschen kleiner und beengter an, aber gut, hat irgendwas. Ich mag den Stoff hier. So, oh, was sind wir denn da? Ist mir noch nie aufgefallen. Ordner? Sind das so Kelloggs oder irgend sowas? Protein? Irgendwas? Quave-Zeug oder so wahrscheinlich. Na, gut. So.
Hallo, liebe Agentin. Du warst es, du bist dunkelhaarig und hast lange Haare. Studying the scene. Alitura said you needed more information about some kind of drone problem. The sisters have referred a few promising capsuleers in the past. So I'm willing to give you a chance, but I can't do anything else until this mess I'm dealing with has been taken care of you. If you could retrieve some drones from Harurget, that would speed things up considerably. Also es war irgendwie klar, dass wir erst für die was machen müssen, bevor die was für uns macht, aber gut. You see, every drone in that system has ceased. Was zum Teufel? Responding to signals. That just doesn't happen with Federation technology unless the drones have been destroyed. Our research and development team needs whatever components still exist in order to analyze the remains. Fly out there and bring back one of the drones. Or any parts or might remain. You'll need to be careful. There were no signals of other ships in the system. You'll need to be careful. There were no signals of other ships in the system. Aha. So I have no idea what could have destroyed our drones. Okay. Eine schicke Drohnenmission. Ich nehme sie an. Wir sollen einmal corrupted drone components zurückholen. Und so, meine lieben Freunde, damit stoppe ich diese Folge an dieser Stelle. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke euch natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen, auch wenn sie jetzt von A nach B fliegen bedeutet hat, hauptsächlich. Aber, oh, was ist das denn hier für ein interessanter Zoom-Effekt? Ja, jedenfalls, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge mit Studying the Scene. Das werden wir dann gleich am Anfang abhandeln. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß und ja, haut rein.